Star Wars Blaster sind Kult. Surrende Blasterbolzen, welche durch einen Raumschiffkorridor huschten, zeigten schon 1977 am Anfang von Episode 4 die am meisten verbreiteten Militärwaffen der Galaxis, Far, Far Away. Mit öfterem Auftreten im Laufe der Zeit kristallisierte sich hier sogar eine Bedeutung der verschiedenen Blasterfarben heraus, welche insbesondere durch Einsatzzweck, Preis und Örtlichkeiten bedingt war. Erst Legends, mittlerweile sogar im Kanon gefestigt. Da ich mittlerweile einige Blaster bei mir zu Hause rumliegen habe, wie ihr im Blaster-Unboxing auch gesehen habt, war es also Zeit, sich einmal genauer mit der Thematik zu befassen. Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise, auf der Suche nach der Bedeutung der Farben der Blasterbolzen im Star Wars-Universum. Jetzt im Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf Star Wars Buddy. Blaster, aus Star Wars absolut nicht mehr wegzudenken. Und wie ihr gerade schon im Intro gehört habt, gibt es hier natürlich auch verschiedene Farben. Die sind aber nicht nur rein kosmetischer Natur, sondern haben auch eine ganz spezielle Bedeutung. Ich habe letzte Woche schon ein wunderbares Blaster-Unboxing gemacht von mitunter diesem Ding hier. Da könnt ihr auch gleich oben in den Infokarten mal reinschauen. Wir wollen uns jetzt aber erstmal den Farben der Blaster widmen. Viel Spaß! Zuerst einmal ganz, ganz wichtig, woher kommt eigentlich die Farbe in den Blastern? Diese wird nämlich durch verschiedene Gase erzeugt und je nachdem, welches Gas man nimmt, entstehen verschiedene Blasterfarben. Der Clou dahinter ist und auch gleich wichtig für die Begründung, wie wir die Blaster quasi ranken werden, ist, dass jedes Gas verschiedene Eigenschaften hat. Ein Gas gibt es, was extrem gut gegen Droiden ankommen würde, andere Gase sind einfach günstig und weit verbreitet, andere sind unglaublich rein, durchschlagskräftig, aber dementsprechend noch etwas teurer. Wir wollen aber jetzt anfangen mit den Farben der verschiedenen Blaster. Das Spektrum der Blasterbolzenfarben ist riesig. Jede erdenkliche Farbe ist irgendwo schon mal vorgekommen, heute wollen wir uns aber den erstmal am meisten und am öftesten auftauchenden widmen. Ganz vorne dabei ist natürlich die Farbe Rot. Diese ist am flächendeckendsten verbreitet, da sie einfach am günstigsten ist. Meist geschossen von Schmugglern, Rebellen oder sogar dem berühmten Han Solo. Auch die Sturmtruppen wurden als Hauptarmee damit ausgerüstet. Der Vorteil hierbei? Günstig und ausreichend für Standardeinheiten in Massenproduktion. Das gilt übrigens auch für die Droiden. Apropos Droiden, kommen wir mal zu der nächsten Blasterfarbe und diese ist blau. Blaue Strahlen und Blaster in Star Wars haben meistens eine Bedeutung. Die Leute, die sich auskennen, haben jetzt gerade ein Wort im Kopf: Ionen. Die blauen Blasterschüsse sind nämlich extrem gut gegen Droiden, da sie ionisiert sind. Das sieht man zum Beispiel auch am Y-Flügler, der in den meisten Fällen ebenso mit einer Ionenkanone auf dem Jäger ausgerüstet ist. Genutzt wurden blaue Blasterbolzen größtenteils zu Zeiten der Republik. Von den Klontruppen gegen die Droidenarmee, um größtmögliche Wirkung zu erzielen. Später zur Zeit des Imperiums verschwanden blaue Blasterbolzen zum großen Teil, sind aber nicht ausgestorben. Die nächste Farbe, der wir uns widmen, ist grün. Diese gilt als unglaublich rein, aber auch dementsprechend teuer und durchschlagskräftig. Gut konstituierte einzelne Streitkräfte nutzten diese sogar als Handfeuerwaffen, wie die Security von Naboo zum Beispiel. Meist waren grüne Laser aber auf größeren Schlachtschiffen wie imperialen Kreuzern angebracht. Dazu aber später noch etwas genauer. Orange und cyanfarben haben wir auch noch. Die sind aber im Endeffekt einfach nur weniger angereicherte Varianten des roten und des blauen Gases, mit denen Blaster gefüllt werden. Für Trainingszwecke eignen die sich extrem gut, da diese nicht tödlich sind. Mandalorianer hingegen benutzen gelbe Blaster. In der Lore haben wir hier sehr, sehr wenige Informationen, da sie dort bisher nicht verankert sind. Nach dem, was wir aber über die Mandalorianer wissen, dürfte das wahrscheinlich eher in Kategorie grün, also sehr durchschlagskräftig und wahrscheinlich dementsprechend teuer gehen. Eine Bestätigung dessen bleibt aber bisher aus. Wichtig ist bei allen Blasterfarben zu beachten, egal welche davon genutzt wird. Dadurch lässt sich in den meisten Fällen nur grob die Feuerkraft einer Waffe erkennen. Denn umso größer die Kanone, umso stärker der Blasterschuss. Also umso größer die Menge des Gases, welches genutzt wird, umso mehr Schaden kannst du anrichten. Als Vergleich TNT, normaler Sprengstoff oder C4. Natürlich hat C4 mit in der gleichen Größe eine größere Wirkung. Wenn du da aber 1000 Tonnen TNT hinpackst und da einfach nur eine Handvoll C4, dann hat dieses TNT trotzdem eine höhere Explosionskraft, obwohl der Sprengstoff minderwertiger ist. Heißt also, auch wenn ein Mon Calamari-Kreuzer zum Beispiel eher rote Blaster verschießt,
sind die Kanonen natürlich durchschlagskräftiger als bei einem imperialen Chitonskreuzer, so wie Moff Gideon einen besaß. Die Kanonentürme des Mon Calamari-Kreuzers sind halt einfach wesentlich größer. Ebenso interessant dadurch, dass das Imperium auf ihren Raumschiffen meist grüne Turbolaser nutzt, da das Imperium viel Credits in ihre Waffenmaschinerie gibt, besonders in Capital Ships. Also in große Schiffe, aber auch in Raumschiffe insgesamt. Das heißt, selbst wenn ein TIE Fighter in den meisten Fällen nicht viel aushält, die Zerstörungskraft ist für so ein kleines Ding enorm. Aber ganz egal, welche Blaster ihr im Star Wars Universum in die Hand nehmt. Das hier. Entschuldigung. Ist mindestens genauso cool. Und jetzt meine Frage an euch da draußen. Was wäre, glaubt ihr, euer eigenes Blaster-Modell? Wenn ihr jetzt übrigens das Dual-Lichtschwert-Unboxing sehen möchtet, das habe ich euch auch oben in den Infokarten verlinkt. Hier könnt ihr gerne vorbeischauen und wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert doch einfach. Kommt bei mir gerne in den Discord, auch den habt ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr kennt das Ganze. In diesem Sinne, für das Imperium, möge die Macht mit euch sein oder das ist der Weg. Je nachdem, für welche Farbe ihr euch entscheidet.